Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg zum Vault 123 heißt er. Und damit wir schneller dort sind, werden wir höchstwahrscheinlich eine Coca-Cola Quantum zu uns nehmen. Oder wir warten einfach eine Stunde und 59 Minuten. Da bin ich aber nicht wirklich ganz dafür. Wir können vielleicht, jetzt verpassen wir den mysteriösen Fremden. Da ist er. Okay, wir nehmen das mal schnell und bestätigen. Und trotzdem. Wir haben ihn gesehen, aber wir konnten ihn nicht anklicken, leider. Weg ist er. Der mysteriöse Fremde, jetzt haben wir seinen Kronkorkenregen verpasst. Naja, schade, man kann nicht alles haben. Aber gut, zurück im Vault. Da stehen wir schon hier an der Seite. Im Hintergrund sieht man den Vault und wir wollen alles sammeln. Allerdings ist unser Lager schon wieder voll. Wir brauchen unbedingt ein größeres Lager. Das heißt, wir müssen irgendetwas davon verkaufen. Nun sehen wir mal, wir haben diese Jacke Handwerker Overall, haben wir doppelt. Es bringt aber nicht so viel, wenn wir das verkaufen. Raider-Rüstung. Im normalen Fall sind Raider-Rüstungen immer zum Verkaufen gut, notfalls. Also verkaufen wir die jetzt auch, bevor wir irgendetwas anderes verkaufen. So, den Rest wollen wir aber sammeln. Nicht genügend Lagerplätze verfügbar. Baue mehr Lagerräume oder verkaufe mehr Gegenstände. Okay. Ja, aber warum denn nicht? Wir müssen noch etwas verkaufen. Was haben wir denn hier? Söldnerausrüstung hier, die behalten wir vielleicht erstmal. Obwohl das hier bringt Ausdauer, glaube ich, ist das. Oder Beweglichkeit wird es sein. Beweglichkeit 3 Punkte, das ist gar nicht schlecht. Da könnten wir gleich 2 Leute beweglicher machen mit. Das hier bringt nicht ganz so viel. Ach, die rostige Pistole, ja, mit 1. Die können wir doch verkaufen. Für 10 Kronkorken auf jeden Fall. Jetzt aber sammeln. Immer noch nicht genügend Lagerplätze. Ja, wir müssen unbedingt mehr Lagerraum schaffen. Wir können hier nicht weiter scrollen. Deswegen sehe ich nicht, was wir noch hier haben. Was ist hier mit 1 bis 3? Na, und 3 ist ja schon ganz gut. Allerdings nicht so gut wie 3 bis 5. Also, die behalten wir. Dieses hier verkaufen wir. 1 bis 3. Okay. Was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Wir müssen noch etwas loswerden. Ja, dann entscheiden wir uns hier für die Söldnerausrüstung. Was? Jetzt sollte es aber doch passen. Das gibt es nicht. Okay, wir haben noch eine Jacke doppelt. Auch jetzt alles sammeln, den Rest. Wow, was ist denn da los? Schließen. Ach so, können wir das... Aha, wir können das auch so rum machen. Das war doch ein Stimpack vorhin. Ja, wie sieht es denn aus hier mit unseren... Dort bauen wir eben halt hier noch einen Lagerplatz. Das ist ja viel angenehmer so, auf diese Art. Und den bauen wir dann direkt hier neben. So. Da können wir 20 Teile wieder einlagern. Und wie sieht es jetzt aus mit unseren Leuten hier? Das können wir alles behalten. Gefunden, ein Bewohner hat ein Rezept im Ödland gefunden. Verbessertes Gleisgewehr. Wow. Es richtet einen Schaden von 14 bis 16 an. Ballistischen Schaden. Sehr schön. Sammeln wir. Natürlich sammeln wir. Genial. Das gute alte Gleisgewehr. Noch eins? Verbessertes Institut. Verbesserte Institut. Pistole. Ja, natürlich. Ballistischer Schaden 11 bis 15. Ja, ballistisch ist das wahrscheinlich egal. Normalerweise haben die Institutpistolen eher einen Energieschaden, aber fügen sie zu. Wir sammeln das auf jeden Fall auch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir 2 Pläne mitgenommen haben. Wow. Nun, sehr schön. Wie geht's denn unseren Bewohnern hier ansonsten? Ich sehe, wir haben wenig Energie. Okay, hier kommen ein paar Kronkorken wieder rein. Und gegen den Energiemangel können wir doch als erstes schon mal was unternehmen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu teuer, wenn wir noch einen Generator hier aufbauen. 2 hier oben hin, hatte ich mir gedacht. Das passt doch.
Und den können wir vielleicht sofort auch verbessern einmal. Ja, und schon ist das ein großer Raum. So hatte ich mir das doch gewünscht. Sehr schön. Wo sind denn unsere Banditen, die gerade draußen waren? Sind sie alle wieder an ihre Arbeitsplätze gegangen? Ja. Schauen wir mal, ob jemand hier faulenzt. Kaffeepause. Christine King. Und sie hat... Was hat sie? Ausdauer? Aufmerksamkeit? Nein, gibt's Aufmerksamkeit? Jetzt bin ich verwirrt. P! P, irgendwas mit P hat sie. Sie braucht aber... Wo schicken wir die jetzt hin? Oh Mann. Ich muss mir unbedingt mal eine Liste machen. Das ist so anstrengend. Weil ich auch kein Englisch kann so gut. Wir hatten... Latein, wir haben Englisch haben wir übersprungen. Wir haben da immer abgeschrieben vom Nachbarn. So. Das hat man jetzt davon. Ja, aber die vier Wörter hat man sich mal merken können. Ja, aber wenn man von vornherein doch nicht weiß, wie die heißen, wie soll man sich die dann merken? Da müsste man sich das wenigstens einmal angeguckt haben und aufgeschrieben haben, oder? Oder gemerkt haben. So einfach ist das. Egal, kommen wir mal wieder zur Sache hier. Wer ist denn hier noch in Kaffeepause? Christine King. Ich weiß nicht mal, wo sie vorher war. Sie hat eben P viel. Da wir keinen Schimmer haben, was P ist, müssen wir jetzt herausfinden. Braucht das P? Ja, das passt doch schon. Also Christine kommt hier in die Wasseraufbereitung rein. Aber wo ist sie jetzt? Hier können wir es doch sehen. P, was ist P? Intelligenz? Nein. Glück? Nein, das ist Luck. Soweit weiß ich das schon noch. P, Perception oder so, Wahrnehmung. Ja, raten ist gar nicht gut, oder? Ach, sie ist hier ganz unten. Da hätten wir aber lange suchen können jetzt. Wasseraufbereitung. Und bitteschön. So, was ist der nächste Kandidat, der unterwegs war? Wir brauchen unbedingt einen Außentrupp, den wir immer losschicken nach draußen. Damit das hier wenigstens alles am Laufen bleibt. Oh, wo sind denn die anderen? Kaffeepause hier. Jonathan Campbell. Das ist leicht. Der war hier auf jeden Fall, war der hier in dem kleinen Kraftwerk, war der zu Gange. Da hat er gearbeitet. Das soll auch wieder zurück. Oh nein, Stromausfall. Der Raum ist außer Betrieb, bis wir mehr Energie bekommen. Okay, bekommt ihr doch gleich. Er ist der beste Mann dafür, um für Energie zu sorgen. Ja. Dann haben wir aber noch den dritten Mann. Das ist unser Raymond Johnson. Und der war in der Wasseraufbereitung. Das weiß ich mittlerweile. Oder war der Kellner? Ich meine, der war in der Wasseraufbereitung. Ja, und jetzt sollten wir mal alles nochmal beschleunigen. Ein bisschen Tempo reingeben. Alles, was wir können. Und Fallwahrscheinlichkeit 29% aktivieren wir. Sehr gut. Und... Im Diner eine Unfallwahrscheinlichkeit von 32% aktivieren wir trotzdem. Sehr schön. Nochmal. Und eine Unfallwahrscheinlichkeit von sogar 35%. Ne? Das, ob das was wird, das wäre ja wirklich Glück. Jetzt aktivieren wir aber trotzdem mal. Und es hat geklappt. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier nochmal das kleine Kraftwerk. Wir brauchen ja Energie. Auch eine Unfallwahrscheinlichkeit von über 30, nämlich 32%. Und wir aktivieren. Und geschafft. Ja, ist das nicht gut? Das ist gut. Ich find's gut. Und auch im Wasser, in der Wasserbehandlung haben wir eine Unfallwahrscheinlichkeit von 33%. Aktivieren. Und... Jawohl. Ja, wie geht's weiter? Hier haben wir nochmal ein Kraftwerk. Ein kleines.
Und wir können es aktivieren, denn es hat eine Unfallwahrscheinlichkeit von gerade mal 28%. Es sollte klappen, aber es hat auch schon mal nicht geklappt. Sogar bei 27% ging es schon mal daneben. Dann haben wir noch unser Forschungslabor und es hat eine Unfallwahrscheinlichkeit von 27%. Aktivieren wir das doch mal. Erfolgreich, sehr schön. Und jetzt haben wir, denke ich, doch erstmal unsere Ruhe. Wir brauchen unbedingt jemanden, der sich hier unten in die Radiostation setzt. Und wir werden später auch noch jemanden brauchen, der sich hier vielleicht oben um den Lagerbereich kümmert, den Lagerraum. Und wir sollten vielleicht sogar noch... Wie sieht er eigentlich aus, der Lagerraum? Aha. Er macht sogar Geräusche. Und wir sollten den vielleicht nochmal vergrößern, wo wir jetzt einmal dabei sind. Wir können ja sogar den Lagerbereich hier noch erweitern. Und hier oben können wir auch noch einen reinbauen. Und hier auch. Da kommen überall Lagerbereiche hin. Das ist ja super. Ja, Lagerbereiche, wie teuer sind die denn eigentlich? Lagerraum 525. Müssen wir das denn jetzt unbedingt haben? Ich bin dafür, dass wir mal ein paar Kronenkorken uns aufsparen, damit wir hier unten ein bisschen weiter bauen können zur Not. Die Radiostation vergrößern oder was auch immer da noch kommen mag. Es wird noch einiges kommen. Also sparen wir vielleicht die Lagerbereichteile erstmal auf. Naja, wenn wir rausgehen und wiederkommen, dann kommen wir mit Kronenkorken wieder. Dann tut es nicht so weh. Aber hier könnten wir noch einen reinsetzen. Aber dann ist der so einzeln. Ach so, dann bräuchten wir ja... Sinnvoller wäre es, wenn wir die zusammenbauen. Denn sonst bräuchten wir ja für jeden Lagerraum... bräuchten wir einen zuständigen Bewohner, der sich darum kümmert. Und so viele werden wir gar nicht haben. Nun gut, schauen wir mal in unser Lagerbereich, in unseren Lager, in den Lagerraum. So, schauen wir mal rein, was wir da alles so Schönes haben. Vielleicht können wir ja sogar was verkaufen. Kann man von hier aus verkaufen? Ja, kann man. Oder verwerten. Okay, ja, ich sag mal, die rostige Pistole. Verwerten wir die mal und gucken, was wir da rausbekommen. Nützlicher Tipp. Durch Wiederverwerten eines Gegenstands erhältst du Schrott. Allerdings ist die Sache riskant. Manchmal erhältst du viel Schrott, manchmal wenig und manchmal auch gar nichts. Okay. Na gut, wir versuchen das mal. Und was haben wir daraus bekommen? Einen Tischventilator. Ja, natürlich, das ist ja auch klar. Also in so einer Waffe muss ein Tischventilator schon drinstecken, sonst klappt das ja nicht. Und wir sammeln den Tischventilator. Wir könnten ihn natürlich auch verkaufen, aber wir sammeln ihn. Okay, puff. Ist er jetzt verpufft? Nein. Nein, nein, das glaube ich nicht. Okay. Dieser Pickel, der scheint noch besser zu sein als der Billardkö. Aber den brauchen wir gerade nicht. Outfits. Was haben wir denn unter Outfits jetzt? Oh, da ist so viel auch nicht. Ich glaube, das meiste, was wir tatsächlich haben, das wird das Schrottzeugs sein. Ja, Tischventilatoren haben wir schon 3 Stück allein. Wecker. Ich hoffe, dass wenn die gestapelt sind, dass es dann egal sind, dass die jeweils nur einen Speicherplatz wegnehmen dann. Och, das wird man dann sehen nachher, aber ich... könnte es mir fast vorstellen. Haustiere haben wir auf jeden Fall nur 1 und wir haben zu viele Stimpaks. Ja, und irgendwie müssten wir mehr Wasser bekommen. Das heißt, wir müssen, genau, wir müssen weiter nach unten graben. Denn auf dieser Etage hier oben, weil die Raider dann immer kommen, möchte ich nichts mehr bauen in dieser Art. Wenn die Raider hierher kommen und als erstes in diesen Raum hier gehen, in das kleine Kraftwerk, da haben sie schon ihr blaues Wunder beim letzten Mal erlebt. Aber die Raider kommen hier so oft dann auch nicht. Gehen wir doch mal weiter nach unten. Da ziehen wir doch lieber noch ein paar Bewohner an. Da hatten wir doch jetzt irgendeine gute Kleidung, hatten wir vorhin.
Ja, ich sag mal, Stimpaks brauchen wir doch nicht so viel. Oh, nee, wir machen das andersrum. Wir suchen einen, der gutes Charisma sowieso schon hat. Oder eine Ashley Bush. Sie ist im kleinen Kraftwerk. Naja, Kraftwerk brauchen wir ein an und für sich ja schon. Egal. Sie kommt ja wieder zurück. Gucken wir erstmal. Und sie hat die Robe der Republik. Bringt ihr nochmal 4 Charisma-Punkte. Jetzt schauen wir mal. Der Schlafanzug bringt 3 Charisma-Punkte. Das können wir aber nicht kombinieren. Und die Unteroffiziersuniform bringt 1 Charisma-Punkt. Ja, dann ist sie doch mit der Robe schon bestens bedient. Dann schließen wir das einmal. Ashley Bush. Das ist Ashley Bush. Ja gut, wenn sie schwanger ist, dann braucht sie ja vielleicht nicht unbedingt im Kraftwerk zu arbeiten. Dann kann sie auch an die Radiostation gehen. So nämlich. Nützlicher Tipp. Das Radiostudio lockt Bewohner aus dem Ödland an. Okay. Wunderbar. Sehr schön. Die wollen da natürlich mehr zu essen und zu trinken. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen mit dem Runterbauen. Aber das ist nicht schlimm, sie arbeiten ja auch. Sie bringen ja dann Energie und Essen vielleicht auch mit. Durch ihre Arbeit, durch ihren Einsatz. Die sind doch mit Sicherheit alle hoch motiviert. Und da geht es schon los. An alle Menschen im Ödland, wir warten auf euch. Mit Rückkopplung. Wenn da draußen jemand ist, hört er bestimmt zu. 2 Stunden und 17 Minuten. An alle Menschen im Ödland, wir warten auf euch. Ja, wir machen das hier nachher noch größer, das Ding, aber erstmal brauchen wir doch... Ja, das ist, glaube ich, jetzt immer das Gleiche, oder? Das wird wohl das Gleiche sein. Na gut. Wasser können wir schon wieder bekommen. Und hier können wir noch was rausziehen aus der Krankenstation. Das dauert alles noch. Ja, wir könnten das ja so machen. Wir lassen die alle einmal auflaufen, klicken dann durch und dann brauchen wir jedes Mal nur einmal zu warten. Und dann brauchen wir nicht immer so ein Durcheinander hier zu machen. Fällt mir gerade auf. Hier auch, ja, 2 Stunden und 16 Minuten. Was könnten wir denn? Verbesserung. Erhöht die Chance, einen Bewohner aus dem Ödland anzulocken. Verbessern für 1500 Kronenkorken. Ja. Bin ich denn betrunken? Noch nicht, liebe Welt da draußen. Noch ist es nicht so weit. Nein, das mache ich nicht. Jetzt. 1500 Kronenkorken. Das ist aber teuer wohl. Finde ich ein bisschen übertrieben. Schauen wir mal, welches Gebäude oder welches Teilchen hier wir überhaupt günstig noch aufbauen können. Das günstigste wäre ein Generator. Davon haben wir aber nur... Deiner ist auch ganz günstig. Was essen da unten? Lagerraum, naja gut, den brauchen wir wahrscheinlich. Krankenstation könnten wir eigentlich auch mal ausbauen. Wir haben noch keine Waffenwerkstatt. Leider, leider, leider ist der Aufzug ziemlich teuer. Versuchen wir das nochmal nach unten zu bauen. Hier weiter nach unten. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt richtig gemacht haben. Den Rest müssen wir... Wir müssen einfach jetzt hier an die Seite kommen. Irgendwie auch dann bauen wir noch einen Aufzug. Jetzt haben wir unser ganzes Geld hier. Ach nein. Sind wir doch betrunken, was? Haben wir das einfach gemacht? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Naja, es werden ja gleich Ödländer kommen. Hoffentlich.
Gucken wir doch in der Zeit mal. Oh, gucken wir mal auf die Uhr. Die Uhrzeit ist schon wieder um. Aber eins würde mich interessieren, noch ganz schnell in dieser Folge. Was können wir denn jetzt machen? Hier an Quests. Reise zum Mittelpunkt von Waltopolis. Das ist alt, das kennen wir schon. Aber die Käferjagd, heiße Jagd. Das ist neu hinzugekommen. Das kannten wir vorher noch nicht. Töte die leuchtende Red Kakerlake in der Fabrik. 12 Stunden. Belohnungen, 2 Nuga Cola Quantum und 250 Kronenkorken. Voraussetzungen, Stufe 12 und Schaden sollte man anrichten von 5, wenn ich das richtig verstehe. Und die Räuberhöhle. Hol die von den Raidern gestohlenen Vorräte zurück. Ja, okay, das machen wir alles ein andermal. Wie gesagt, die Zeit jetzt ist leider um. Hier können wir nochmal draufklicken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.